Werkstatt ist 3x6 Meter, viel mehr als nicht. Generell kein Platz für einen zweiten Mann. Hätte schon Namen an ihm auch verdient, kleinste Zweier Schmiede, also bin ich Alleinunterhalter. Für mich reicht, ich komme hin. Damals beim Motocross-Training, wir haben in Zeifen eine eigene Motocross-Strecke. Da hatten wir Abschlusstraining und da kam dann unser damaliger Streckenwart auf die Idee, Räuchermännchen gibt es schon, ein Motorrad müsste es werden. Und da war die Idee geboren. Dann habe ich nur als ein Brett in eine Silhouette geschnitten, bin wieder raus, habe das dort mal räuchern lassen und das kam gut an. Und von da ab habe ich entwickelt und dann kam fast jedes Jahr ein neues, anderes Modell dazu. Ja, die Herausforderung ist, so detailgetreu wie möglich versuche ich es hinzubiegen. Ich habe mich 4 Jahre lang bei der Schwalbe nicht herangetraut, weil sie für mich zu kompliziert erschien. Irgendwann war die Zeit dran und dann habe ich mich locker 2 Jahre dann damit beschäftigt, nebenbei immer mal ein Stück weiterentwickelt, der Kundschaft vorgestellt, die Kunden drüber ablästern. Und so bin ich nach und nach ein bisschen weitergekommen und irgendwann stand das Endresultat fertig da und es kam gut an. Wenn ich den Kundenansprüchen nachgehen melde, hätte ich schon 600 verschiedene Modelle zu fertigen. Das ist leider nicht machbar. Aber nach und nach, sobald ich Luft habe, kommt das nächste Modell. Ich habe mit 8-9 Jahren angefangen. Dann habe ich von der Mama die Schwalbe, der S51, geerbt, die Dreigang. Und die Mama hat dann die Viergang, die Sahara dran. Dann habe ich die als erstes auch produziert. Die ging dann auch weg wie warme Semmeln. Beim S51 sind es 118 Teile. Bei der Schwalbe sind wir schon bei 79. Und da sind es grob überschlagen über 500 Arbeitsschritte. Die Advente sind schon Highlight in Zeifen, durch den Weihnachtsmarkt, die Beleuchtung, ganze Schwibbogen. Aber für uns Handwerker beginnt Weihnachten eigentlich erst zu Heiligabend, weil da der ganze Stress anfällt. Und da haben wir Weihnachten.